Kuckuck und herzlich willkommen zu Gothic Definitive Edition mit Little Hero. Wir sind etwas kleiner als sonst. So, wir haben schon wieder hier Power verloren, warum auch immer. Yeah. Gut, wir sind in der freien Mine. Mit Gurmen. Wir nehmen diesmal den Gurmen bis mit hier runter, weil ich als Little Hero da hier bestimmte Einschränkungen habe. Beziehungsweise der Mana-Mangel, der macht mir zu schaffen. Weil, die Definitive Edition bietet mir arzttechnisch vor allen Dingen auch statt mehr Content weniger Content. Jo. Hätten wir das auch geklärt. Jo. Wir müssen über mehr Erz bezahlen, kriegen aber weniger. Jo. Okay. Jo. Der da. Souverän gemeistert, Junge. Ich bin nicht dein Junge. Mit ein gestandener Mann, Frank Schleier. So. Ja, woher soll die das wissen? Woher wohl? So, na, flitz mal. So. Der Blödmann, der holt sich jetzt natürlich, will jetzt natürlich an den da oben ran. Anstatt an den da unten. So. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt was Neues. So. Jo. Na? Rennt das jetzt an diese Felsenkante da oben an? Wieso denn auf mich? Lass mich halt. Gorn, haust du! Alter! Mann, erstmal drei Kreise um den drehen, oder wie? Oh, Junge! Souverän gemeistert, Junge! Ich habe einen wehrlosen Butler abgeschossen. Das habe ich souverän gemeistert, haben wir gerade gehört. So. Haben wir irgendwas, was hier Mana gibt, außer jetzt Grabmoos? Das brauchen wir wahrscheinlich für Stärketränke. Gesund, haben wir noch irgendwas mit Mana-Bonus hier? Sumpfkraut, Mana-Bonus 1, jawohl, Mondschatten. Ich will's. Mana-Bonus, Steinwurzel. Nee, die Wurzeln wollen wir ja behalten. Seraphis, mach mal Seraphis. Reicht aber auch nicht lange. Ja, dann saufen wir halt einen Trank und fertig. So, nützt alles nichts. Ich meine, dafür sind sie ja irgendwo da. Aber man will ja trotzdem irgendwo sparen. Ja, warum? Warum sollten wir sparen? Wofür denn? Für unsere Nachkommen? So. Da oben stand aber noch ein Gardist. Oder haben wir den Gardisten erwischt statt den Butler? Nee, haben wir natürlich nicht. Und hier ist so eine ekelhafte Felskante, da nicht ich den Gardisten natürlich nicht erwische. Jo. Jo, das macht natürlich hervorragend Sinn hier, das Ganze. Warte mal. Kommst du irgendwo hoch? Oh, da steht wieder sonst wo der Gardist. Die Reichweite von dem Feuerball, die ist ja phänomenal. Das freut mich natürlich. Ohne Flachs jetzt mal. Jo. Na, rennt das Ding jetzt wieder irgendwo an? Souverän gemeistert, Junge. Dankeschön. So. Wir können ja nicht zulassen, dass du wieder so doof bist und dich unten dreimal um diesen Pfosten da drehst, wo nur weil du den Gardisten da oben haben willst. Außerdem können wir den Gardisten jetzt nicht unbedingt. Leiter und so. So, wo stand jetzt noch ein Gardist? Was denn? Wie verdammt? Ich weiß nicht, was er meint. So. Wir müssten uns ja aber tatsächlich dann nochmal umgucken. Dort ist noch einer. Jetzt will ich, wenn ich das jetzt mache, da rennt der Gurm runter. So. Und wenn ich sehr viel Glück habe, kommt er, nachdem der Gottes tot ist, auch wieder hoch. Ein aufgeladener Feuerball zählt wie ein nicht aufgeladener Feuerball. Verdammt! Also irgendwas ist gerade so komisch. Gardist. Wo ist der denn jetzt hingerannt? Oh. Wir gehen hier, werden wir hier ohne Mana-Tränke hier aus der Mine rausgehen. Das sehe ich jetzt schon kommen.
Ja, wo ist denn der jetzt? Gorn? Oh, ich weiß nicht, der Gott ist da oben. Der wird mir hier noch... Was hat denn der sich jetzt geholt da unten? Jo, der hat die wehrlosen Butler abgeschossen. Ja, ja, die Waffe gehört mir jetzt dir, eine Spitzhacke. Ich hoffe, du wirst glücklich mit dieser Spitzhacke, Gorn. Jo. Schatten. Naja, kriegen wir wenigstens deren Herz und alles. Deren dann hab und gut. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Jo. Gut, Gorn, mitkommen. Mal sehen, ob wir die Mini jetzt noch schaffen hier. Ich meine... Das Hauptproblem ist eigentlich, also der Weg nach oben ist ja dann frei. Wir werden aber dieses Mal wahrscheinlich nicht den Weg unten durch die Minecrawler nehmen, so wie ich das immer gemacht habe. Was? Rückzug? Was heißt Rückzug? Guck mal, da kommt einer. Der will hier Ärger haben. Der will Ärger. Ja, das Problem ist, dass... Keine Ahnung. Der will Ärger. Irrer wieder oben. Ja. Jetzt wissen wir, was ist jetzt das Ziel? Die Ork-Medizin. Gorn? Wo ist denn Gorn schon wieder? Das ist jetzt nicht dein scheiß Ernst. Alter, da könntest du bekloppt werden hier. Ja. Also Begleiter-Quests in Gothic kannst du vergessen. Das ist das Einzige, was Risen wirklich besser gemacht hat. Ich sag's immer wieder. Ja, ja, dann zieh ich zurück. Da krieg ich Rücken. Renn heim zu Mutti. Wie war das? Ich habe keine Mutti mehr, zu der ich rennen kann. Dankeschön übrigens, dass du mich dran erinnerst. So. Souverän gemeistert, Junge. Dankeschön. So. Was mit dem da? Nein! Na, oder doch? Ja. Ja. Ja, Söldner. Nee, hier geht's lang. So, jetzt müssen wir die Ork-Medizin und Tarok. Wir müssen im Prinzip für die... Der Schläfertempel steht ja quasi auf der Liste dann auch. Wenn wir hier raus, beziehungsweise wir müssen ja noch diesen ganzen Krempel dann einsammeln hier. Wir müssen ja erstmal auf die Yacht gehen. So. Ja, dann hau sie um. Wer ist jetzt dümmer, ey? Du hast genauso bekloppt an der Kante wie die saudummen Biester. Wie du sie so gern nennst. So, dann hol sie dir mal da unten. Ich hol die Orkenmediziner. So, die Ork-Tabletten. Weil eigentlich ist es ja ein Trunk. Ja, ein Trank. Die Biester. Orkenmedizin. Jo. Larvenbrot. Das ist das Blöde, dass die sich immer an einen festbeißen. Ich meine, das ist das Schöne an Gothic immer schon gewesen. Guck mal hier. Das ist ja das, was ich immer so bemängle, auch an anderen Mods, die uns an im Anfangsstadium des Spiels hier durch was weiß ich wie viele Viecherhorden jagen wollen. Ich sag nur, Dirty Swamp, die sagt, und so heißt es ja auch hier. Geh in den Sumpf, hole das und das. Aber die Viecher dahinter, dazwischen, gerade am Anfang. Jo. So, aber hier sind wir relativ leicht unterwegs. Zwischen. Die Biester wirklich samt. Den Lagern hier. Ja, wer ist denn jetzt auch dumm, hä? Ja, aber hier bei Gothic 1, da wirst du relativ sicher ins neue Lager gebracht. Du wirst relativ sicher ins Sumpflager gebracht. Und alles, also... Selbst bei Gothic 2
Du machst natürlich erst die ganzen Städte-Quests und alles. Die Kämpferei, die hält sich hier in Grenzen für den Anfang, so dass man sich mit den, wie ich das gerne mache, mit den normalen Quests jetzt aufpowert. Um dann natürlich mit dieser Power dann in die Kämpfe zu ziehen. So, warum steht er jetzt hier rum und macht nichts? Was ist das denn jetzt schon wieder? Ja. Aber wie gesagt, solche Mods wie Returning, New Balance, Quatsch, ja, New Balance, oder Dirty Swamp, die wollen dann hier immer losschicken, hier, jetzt, sofort. Ja, was ist das denn hier? Dagger, wer ist denn Dagger? So. Lares Nachricht. Lares? Was für eine Lare Nachricht? So. So, wir müssen uns erstmal wieder heilen. Worüber heilen wir uns? Wir probieren das mal über das Fleisch. Die Biester sind wirklich saudum. Ja. Immer mach weiter, Gorm. So. Jetzt sind wir voll geheilt. So, da können wir uns jetzt eigentlich auch dem Ohr oben widmen. So, wir müssen die Kante klettern, können wir natürlich nicht hochklettern. Was haben wir jetzt für eine Nachricht hier gekriegt von dem Lares? So, was ist denn das? Tagebuchseite. Rätselhafter Hinweis, Choristo. Lares? Nachricht. Dagger. Einer meiner Leute hat versucht, mich reinzulegen. Von meiner Beute aus dem alten Lager hat er sich einen Trank abgezweigt. Er hat ihn in der freien Mine versteckt, vermute ich. Wo genau er ist, weiß ich nicht. Besorg den Trank, besorg den Trank zurück. Dann steht deiner Aufgabe im Lager nichts mehr im Weg. Hat er den Trank jetzt bei sich oder nicht? Oder muss ich den jetzt suchen? Habe ich einen Trank eingesammelt von dem? Dann kannst du mich mal gerne haben. Ja. Ich könnte mal denken, das gehört so zu den Söldner-Quests bzw. Banditen-Quests, wenn wir hier Bandit werden wollten. So. Dafür denke ich mal, ist die freie Mine. Das heißt, wenn wir das nächste Mal hier wirklich nochmal definitiv Edition spielen sollten, natürlich ohne Little Hero, dann würden wir vielleicht mal den Söldner hier. So, gehen wir auch hier. So, Orksklave. Der rennt. Bleibt der jetzt unten stehen? So. Tarok brauchen Hilfe. Tarok verletzt. Ja, ich war auch verletzt. So. Du sprichst unsere Sprache. Ja. Tarok schon lange Sklave von Menschen. Tarok gut zuhören. So, ja. Bist du ein Freund von Urshak, dem Schamanen? Ja, bist du das? Urshak waren Sklave wie Tarok. Urshak gelaufen weg. Seien viele Winter her. Genau. Mein Freund sagte, du könntest mir ein Ulumulu machen. Ja. Tarok sehr schwach. Tarok ohne Medizin. Ja. Da bringe Medizin. Dann Tarok helfen. Nee. Umgedreht wird nicht schon raus. Erst Ulumulu und dann kriegst du deine Medizin. Gibst du mir kein Ulumulu, dann lass ich dich einfach hier knallhart verrecken. So einfach ist das. Warum sollen wir uns überhaupt erpressen lassen, ne? Was ist geschehen? Erpressen wir mal die anderen. Gefangen von blauen Soldaten. Plötzlich überall rote Soldaten. Rote Soldaten töten alles. Mhm. Tarok hierhin geflohen. Außer Gachluk. Rote Soldaten nicht gehen hierhin. Rote Soldaten fürchten Gachluk. Bitte helfen. Tarok verletzt. Jo. Was bedeutet Gachluk? Was bedeutet Gachluk? Seien große Tiere auf vielen Beinen. Gachluk gefährlich. Orks und Menschen fressen. Du meinst wohl die Minecrawler hier unten. Gachluk. Was kann ich für dich tun? Tarok brauchen starke Medizin. Tarok, sonst sterben. Was für Medizin? Gachluk mich vergiftet. Tarok brauchen Medizin. Warum Medizin? Tarok Medizin, aber Tarok verlieren. Tarok nicht finden. Ja, ihr könnt auch nichts bei euch behalten, ja. Ich werde die Medizin wiederfinden. Stufe gestiegen. Tarok sehr schwach. Fremder beeilen. Sonst Tarok sterben. Hä? Ich hab doch. Hab ich nicht gerade gesehen. Hä?
Wir haben die doch eingesammelt da hinten, oder etwa nicht? Was ist denn jetzt schon wieder hier? Wir haben die doch eingesammelt. Orgmedizin, warte. Warte mal, Orgmedizin. Wo ist denn das? Ist das hier mit dabei? Bestimmt nicht. Ja, bin ich jetzt total behämmert? Wir haben die doch eingesammelt. Was ist das denn für ein Sachverhalt hier? Moment. Haben wir die nicht eingesammelt? Ich habe doch drauf gedrückt. Gorn, komm mit. Junge, 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 Junge. So. Das ist ja wieder ein Problem hier. Das ist doch was. Und normalerweise kann man ja hier durchlaufen. Jo. So, die Mine sollten wir eigentlich heute noch schaffen. Wir sollten eigentlich wieder rauskommen heute hier. So. Orksklave. So. Hier. Tier, ich habe deine Medizin gefunden. Fremde nicht böse wie andere Menschen. Oh, doch. Fremde gut. Tarok, schönen Dank. Kannst du mir jetzt einen Ulumulu geben? Fremde helfen Tarok, also Tarok auch helfen. Ja. Fremde brauchen Krotak, Kastak, Dwachkar und Orantak. Fremde bringen dann Tarok machen Ulumulu. Guck mal die Füße hier an. Wie der da steht. Der macht hier Akrobatik. Der steht bloß auf den Haxen. Oh, hier. Was ist denn Krotak? Sein Flammenzunge. Sein Zunge von Feuerechse. Wo finde ich eine Feuerechse? Feuerechsen in Heimat leben. Heimat von Tarok. Fremde suchen müssen. Auch können finden Feuerechse auf Sand bei Meer. Jo. Was bedeutet Katztag? Sein Horn von Schattenläufer. Horn spitz wie Dolch und hart wie Stein. Jo. Wo findet man Schattenläufer? Leben in Wald oder in Höhle. Wald unter Höhle und Bäumen. Sehr gefährlich. Fremde aufpassen. Jo. Dwachkar? Was ist das denn? Sein Zähne von Sumpfhai. Wenn Zähne beißen Opfer, dann nie wieder loslassen. Wo finde ich Sumpfhaie? Viele Sumpfhaie bei Lager von Menschen. Lager in Sumpf natürlich. Entschuldigung, dass ich frage. Was ist ein Ort am Tag? Hauer von großes Troll machen großes Löcher in Beute. Wo finde ich einen Troll? Troll leben in Bergen. Troll lieben viel Platz. Jo. Fremder gehen suchen in Nordberge, aber passen auf Faust von Troll. Faust treffen, dann Fremder fallen von Berg runter. Ja, okay. Ich muss weiter. Fremder kommen wieder. Ja, jetzt haben wir jetzt. Jetzt ist natürlich meine große Preisfrage hier. Können wir das jetzt ausräumen, den ganzen Scheiß, was wir brauchen? Oder müssen wir das wieder für teuer Erz hier in der Definitive Edition hier bei irgendjemandem lernen gehen? Ja, haben wir das irgendwo hier drin stehen? Gehen wir hier B. Akrobatik, ausgebildet, Schleichen, Schlösser knacken, Zaubern, vierter Kreis, Alchemie, Runenherrschaft, Geselle. Wieso bin ich ein Geselle? Was ist das denn? Schmieden, Bogenerei, Kochen. So. Schlösser knacken. Steht hier irgendwas gegen Tiere ausweiden, so jagen oder sowas? Keine Ahnung. Wir haben 35 Lernpunkte haben im Gepäck. So, wir gehen aber den Weg natürlich wieder hoch, die Leiter da. Weil ich weiß nicht, ob der Grom hier mitkommt. Wir können das. Der kommt ja dort nicht hoch, oder? Warte mal. Wir probieren das nochmal. Komm mal mit Grom. Wenn ich jetzt hier hochgehe, hinter den da hoch. Weil ich würde meinen Kroner da unten gern mitnehmen. Erfahrung wegen Erfahrung schon. So, geh mal hoch hier. So, du Grom, kommst du mit hier hoch? Wenn du natürlich nicht mit hier hochkommt, dann müssen wir den anderen Weg gehen. So, und genau danach sieht es auch aus. Wo ist er denn jetzt? Ja, genau das habe ich mir gedacht. KI wieder zu blöd. KD, Kaltern. Nee, künstliche Dummheit. So, guck mal.
Mal. Das ist KD, künstliche Dummheit. Ich bin MD, menschliche Dummheit. So. So. So, die lange Leiter, dann müssen wir uns hier wieder hochseppen. Das nützt alles nichts. Ja. Deswegen habe ich mich ja hier auch aufgeheilt. Damit wir hier durch das F8, wie gesagt, wäre das jetzt nicht kein Vorteil verschaffen. Weil wer jetzt auch neu bei dem Projekt hier mal mit einsteigt beim Zusehen. Ich mache hier F8, weil wir ja mit dem Little Hero die Leitern halt nicht wirklich überwinden können. Aber vorher heile ich mich natürlich hoch, weil das F8, das heilt mich ja auch hoch. So, und so würde ich mir natürlich hier einen Vorteil verschaffen, den ich nicht haben will. Wir wollen ja normal spielen trotzdem. Es ist ja nur, um die Leitern zu überwinden. Nicht mehr und nicht weniger. Jo, gut. Hä? Was hat er denn jetzt schon wieder? Und du bist gemein. Du hast sie umgebracht. War das nötig? Ja. Naja, die 6 Ärzte nehmen wir mit. Danke, Gorn. Ja. Dafür, dass ein unschuldiger Butler hier. Ich meine, die Butler hier drin, die sind wirklich die unschuldigsten von allen. Es sind ja die Gardisten, die eingefallen sind. Überwindet ja zumindest diese Leiter hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Normalerweise müsste er die überwinden. Natürlich nicht. Ja. Ich weiß nicht, was das für eine programmiertechnische Scheiße ist, dass die Leitern nicht so, dass der Krieg klettert und klettert und klettert und klettert und dann irgendwann aufhört mit Klettern. Komm, wir gehen jetzt ganz normal hoch. Der kommt ja sowieso mit raus. So. Soll mich jetzt erstmal nicht unbedingt stören. Gegner sollten wir jetzt nicht unbedingt mehr haben hier. Es sei denn, die Definitive Edition stellt uns ja noch welche in den Weg. Na, ich hoffe mal nicht. Ja. Gut, freie Mine hätten wir erstmal soweit geschafft. Na gut, noch sind wir nicht draußen. Ja. Bin ich bereit für den 5. Kreis? Bei irgendwas hatten wir doch hier eine Minimalstufe. Irgendwas war doch hier. War das nicht Stufe 20? Bild ich mir ein. Irgendwas wollte ich ja Stufe 20 haben. War das hier? Oder war das bei einer anderen Mod? Das ist ein Haufen Mods hier. Man sieht schon gar nicht mehr durch. Bei welcher überhaupt? So, na dann gehen wir raus hier. Der Grunde wird schon draußen stehen. Ja. Laden. Gothic. Gothic. So. Oh Mann. Das war ein wirklich beinharter Kampf. Oh. Hätte nicht gedacht, dass Gomez-Gardisten so viel Widerstand leisten. Die Hauptsache ist, dass wir sie wieder aus unserer Mine vertrieben haben. Aus unserer Mine. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Ja, dann sorge mal. So. Hier hatten wir jetzt alles schon ausgeräumt. Hier Gardist. Jackal. So. Söldner. So, wir gehen mal hier irgendwo pennen. Oder verbringen wir wieder nur unruhige Nächte. Soll mir egal sein. Ich will, dass es hier nicht so nächtlich ist. Ja. Alte Münze. Junge, Junge. Verbringst eine ruhelose Nacht. Wie groß wir inzwischen geworden sind, tatsächlich. Ja. Ja, der Witz ist, dieses 0,2 hier, was wir wachsen immer. Ist das prozentual oder was ist das? Ich weiß nicht, welche Stufe man hier erreichen muss, damit wir die normale Größe haben. Ja.
Eigentlich können wir Teleport benutzen, oder? Oh, hier, Feuersturm. Teleport zu den Wassermagiern. Guck mal an hier. Halt mich da lieber raus. Wir können nicht mehr laufen, doch wir können noch laufen. Ich weiß nicht, was diesen ganzen Kram noch besorgen. So, fünfter Kreis. Wer kann mir den fünften Kreis dabei beibringen? Satura. Hast du mit Xan das gestorben? Ach, Mann. Magie zu ihr. Ich benötige mehr magische Kraft. Hohe Robe. Ich möchte dein bisschen Erz deckt ja nicht. War nicht besonders schlau. Mein bisschen Erz, sagt er mir. Adanus möge die. Das habe ich mein bisschen Erz. Ja, das Ding kostet ja wieder hier ewig. So. Können wir hier irgendwas verkaufen? So. Haben wir irgendeinen Waffenhändler, der mir hier Armbrüste und so Scheiß abkauft? So. Wir brauchen Erz. Ja. Ja, 12 Erz. Mit ihm können wir nichts anfangen. Der Kerl ist nutzlos. So, da gehen wir mal. Ja. Warum das jetzt als gescheitert hier eigentlich drin steht? Nein, mach den Scheiß so. Saudas, der Dämonenbeschwörer. Ja. Bis dahin werde ich die Schande auch in eine Mission erfinden. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Keine Ahnung. So. Sumpflau, haben wir das? Ganz ruhig. Alles in Ordnung. So. Ah. Da kriegt das mit Angst zu tun, ja? So. Hier. Na? So. Da gehen wir mal, Da können wir von hier aus dann eigentlich gleich anfangen, die Sumpfeier hier zu holen. Jo, stimmt, ich wollte ja Tränke kaufen. Hatte der eigentlich Erz hier? Ich weiß es nicht. Duft. Jo, wir sind gleich fertig für heute. Ja, alles klar bei dir? Nö, ist alles scheiße. Oh, jetzt hör mal auf hier. Steh nicht im Weg, Mann. Hier wird gearbeitet. Ja, du machst mich sehr hart beleidigt, wenn du mit mir sprichst. Gut. Jo. Ich bin respektvoll. Er quakt doch nicht so ewig rum, Mann. 100 Erz, das ist ja wohl lächerlich. So, was haben wir denn hier? Ich weiß gar nicht, was wir selber tragen können hier. Er musste es ja besser, mal wieder dieselbe Leier. Glaubst du wirklich daran? Meinst du, mir geht es besser? So. Jetzt hätten wir natürlich wieder Haufen Waffen hier zu verklingeln, könnten schönes Erz machen. Können wir aber nicht, weil es keiner den Scheiß abkauft. Klasse! Ja. Da könntest du mich heben. Warte mal, wir probieren das nochmal. Feuersturm. Du hast ja gewonnen. Jo. Also die andere war, glaube ich, 2700, oder? Kann das sein? Wir probieren das mal. Magie zu Ehren. Hör auf, so dumm zu quatschen hier. Ich möchte die hohe Robe dein bisschen. Gib dir gleich ein bisschen Herz. Ja, wie viel denn? Magie, das wird 2. 2000 was? Keine Ahnung. Ja. Das habe ich früher auch immer. Haben wir noch irgendwo einen Händler hier, der uns hier auch was abkauft? Immer wieder dieselbe Leier. Junge. Das ist wirklich nicht mein Problem. Vorzugsweise Waffen. Die auch Erz haben. Was haben wir denn hier alles eingesammelt? Sowas wie Lederbeutel gab es ja hier in Gothic Heights nicht. Dass wir Lederbeutel eingesammelt haben, aber. Nee. Ich wüsste jetzt nicht. Wo können wir hier noch Waffen verkaufen? Nirgendwo. Super. Wunderbar. Deswegen sage ich ja, ich weiß nicht, ob ich die Definitive Edition nochmal spielen will. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas wie die Pest. Jetzt werden wir nirgendwo diese Trickswaffen hier los. Warte mal, was war denn hier oben mit diesem Marvin? Ich glaube kaum, dass ich daran was erinnere. Aber der hatte, glaube ich, auch nichts mehr. Das fragen wir jetzt noch und dann ist Feierabend für heute.
Wie gesagt, ich verliere die Lust an den Mods. Ich sag's ganz gerade raus. Ich verliere die Lust an den Mods. Die machen mir das Spiel so kaputt. So, 52 könnten wir ihm jetzt verkaufen hier. So, und hier, guck, pass auf. Lass mal. Ja. Mit dem Kram kann ich. Halt dein Maul, Mann. Ich meine, Gothic 2, da hast du so viele Ecken, wo du hier handeln kannst und alles. Aber bei den paar Händlern hier so einen Scheißhund einzubauen, was ist denn das? Wo haben wir noch einen Waffenhändler? Ich weiß es nicht. Es gibt im alten Lager, der ist ja nicht mehr als Ansprechpartner. Ich habe keine Lust mehr auf die Mod, ich sag's wirklich. Ist das euer Ziel als Entwickler, dass man hier irgendwann mal keine Lust mehr auf die Mod hat? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich meine, vieles hier, einige Sachen sind auch hier Dings zu entliehen. Wie gesagt, der Gothic Sequel. Ja, aber. Ja. Okay, ich kann nicht mehr. So. Ja, mal sehen, wenn wir nächstes Mal weitermachen. Ja, das. Du wirst ständig eingeschränkt in deinem Handeln, in den Mods, das ist... Patch-Einstellungen. Ich meine, Patch-Einstellungen, da werden wir nichts machen können. Ja, Little Hero like. Light. Nee. Nee. Ja, wie gesagt. Es gibt so Sachen bei Definitive Edition, die ätzen mich einfach nur an. So, mit diesen Händlern, das ist das, das ist, wo hatten wir das noch? War das bei Dunkle Geheimnis? Ne, bei Dunkle Geheimnis, glaube ich nicht. Diese zusätzlichen Erzkosten im ganzen Spiel, damit könnte ich tatsächlich leben. Hier im Spiel. Wenn man traditionsgemäß auch hier das Erz kriegen würde, wie sonst immer. So, aber nicht, dass man hier in jedem Scheiß eingeschränkt wird. So, aber genug gemeckert für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.